Eigentlich wollte ich Physik studieren. Am Anfang waren wir studentisch, chaotisch, mit unheimlich viel Lust an der Sache dabei und in der Euphorie nicht zu bremsen. Aber tatsächlich habe ich mir nicht die Frage gestellt, ob das eine falsche Entscheidung war oder ob ich die rückgängig machen soll. In den ersten Jahren hat sich das eigentlich nicht wie ein Unternehmen angefühlt, sondern wie ein Hobby. Wofür ich Leidenschaft hatte und wo ich am liebsten jede Minute dran gearbeitet habe. Dass wir am Institut eben industrielle Bildverarbeitung gemacht haben, was damals absolut hip, neu und revolutionär war. Und wir eigentlich an dem Institut so mit die Pioniere dieser Technologie. Und das hatte ich dann begriffen, dass das noch nicht rum ist sozusagen auf der Welt, sondern dass das ein Thema ist, mit dem man durchaus sich selbstständig machen kann, dass da also so ein Gelegenheitsfenster sich geöffnet hat. Naja, Hannover Messe, muss man sagen, ist ja eine ziemlich teure Messe. Das heißt, wir hatten einen halb Quadratmeter großen Tisch vor einer Wand, wo wir ein Foto aufhängen konnten. Und da wir nichts anderes hatten, haben wir dann da eben so ein Aluminiumgussrad hingelegt und eine Kamera drüber gehängt, weil das sah dann so aus, als wenn es ein Bildverarbeitungssystem wäre. Und bei diesen Interessenten war auch ein Herr, der eine CD aus seinem Sakko zog und hielt die so neben das Rad und sagt, Rad ist rund, die CD ist rund, dann können Sie das doch bestimmt auch. Den ersten Prototypen, den ich dann gebaut habe und programmiert habe, der hat zwar funktioniert, erfüllte dann aber doch nicht ganz die Anforderung. Es gab eine zweite Chance und mit dem zweiten Gerät waren wir dann sehr erfolgreich. Und dieses Gerät ist dann wenig verändert, hundertfach in die Branche verkauft worden, was dann letztendlich ein wesentlicher Meilenstein war bei der Firmenentwicklung in den ersten Jahren. Das Geschäft mit der CD-Inspektion war ein absolut notwendiger Meilenstein. Der hat das finanziert, was danach kam. Aber mit den Fortschritten, die wir selber in der Scannerentwicklung gemacht haben, stellte sich irgendwann raus, dass die Leistungsfähigkeit der Kamera die Leistungsfähigkeit des Scanners begrenzt. Und wir wollten also gerne eine leistungsfähigere Kamera haben. Und die bekamen wir dann aber am Markt nicht. Und haben das einfach mal probiert und haben relativ zügig einen Prototypen gebaut, der unsere Anforderungen erfüllte, also tatsächlich besser war als das, was wir bisher einkaufen konnten. Und haben das dann letztendlich weitergeführt und haben daraus ein Serienprodukt gemacht. Allerdings sicherlich, wenn ich mich jetzt so richtig erinnere, bestimmt ein, zwei Jahre lang nur für den eigenen Bedarf. Ein Unternehmen kann sich nicht abstützen auf ein Produkt in einer Branche. Das ist einfach zu schmal. So dass zunehmend der Wunsch entstand, irgendwann doch mal einen Geschäftsbereich zu entwickeln, der in sich diese Diversifikation trägt, seine Wachstumsgrenzen weit jenseits dessen hat, was wir bisher kennengelernt hatten in den Vertikalen, in denen wir uns aufgehalten hatten, so dass wir dann schlussendlich die Idee hatten, in dieses Kamerageschäft einzusteigen, was dann diese Eigenschaften mitbrachte. Grundsätzlich hatten wir Erfolg in beiden. Wir hatten also Erfolg im Systemgeschäft, aber auch mit den Kameras. Das führte zu Unternehmenswachstum, wurden deutlich mehr Mitarbeiter, ziemliche Wachstumsschübe. Und wir bekamen zunehmend Probleme dieser Komplexität Herr zu werden. Gleichzeitig wurde mit dem Erfolg des Kamerageschäfts eigentlich deutlich, dass das das appetitlichere
wirtschaftlich appetitlichere Geschäft ist. Und dann kamen externe Einflüsse hinzu. Das war damals Weltwirtschaftskrise 2008, 2009. Das heißt, wir mussten uns von irgendetwas trennen. Letztendlich war das Kamerageschäft zunächst eben ein Beiwerk, dann wurde es zum Hauptthema, dann wurde es zum alleinigen Thema. Über die Jahre haben wir uns ja nicht nur branchenmäßig entwickelt, sondern auch, was unsere strategischen Fähigkeiten angeht, weiterentwickelt. Und als wir das Gefühl hatten, wir haben einen gewissen Überblick, haben wir uns dann auch getraut, dann zu sagen, wir sind einfach mal so sportlich und sagen, wir wollen Marktführer im Bereich digitale Kameras für Industrieanwendungen werden. Das war sicherlich damals ziemlich mutig, aber mit den Voraussetzungen, die wir hatten, nämlich einen strategischen Ansatz dahinter und insbesondere dann aber eine Mannschaft, die dafür auch brannte, das werden zu wollen, hat es dann eben funktioniert. Finde ich nach wie vor unheimlich inspirierend, diese Erfahrung, dass man eigentlich auch Ungeahntes möglich machen kann, wenn man die Energien dafür schafft zu mobilisieren. Ich bin tief davon überzeugt, dass Unternehmenskultur die Grundlage für Erfolg ist. Ich glaube, dass wenn Menschen jeden Tag Freude haben an dem, was sie tun, wenn sie sich an der Stelle einsetzen können, wo sie ihre Stärken haben, wenn sie ein Umfeld vorfinden, wo ihre Stärken gestärkt und aber an ihren schwachen Seiten vielleicht auch konstruktiv gearbeitet wird, wenn sie als Menschen wahrgenommen werden und nicht als Lohnempfänger sozusagen, dann bauen sich viele Dinge, glaube ich, danach ganz automatisch auf. Aber das können Sie nicht deklarieren. Das müssen Sie seit Jahren vorgelebt haben. Dann ist es glaubhaft. Und dann folgen Ihnen auch Menschen. Selbst in Zeiten, wo wir nach außen noch kein so attraktiver Arbeitgeber waren, viel kleiner, unbekannter, fiel es uns manchmal schwer, die Menschen zu überzeugen, zum Bewerbungsgespräch zu kommen. Was uns aber nie schwer gefallen ist, ist, wenn Sie beim Bewerbungsgespräch einmal hier waren, Sie dann für uns zu gewinnen. Eine Überzeugung, die sich anreiht bei mir, ist, dass diese Art von Unternehmensgestaltung, Unternehmenskultur, eigentlich besonders gut zu Familienunternehmen passt. Da es Werte sind, die uns tragen, und Werte werden von Menschen verkörpert, von Menschen transportiert, zugesichert, und dass das nicht so gut geht über kalte Institutionen. Und ich sag mal, die größte Enttäuschung, die ich mir hätte vorstellen können, wäre die, dass am Ende herauskommt, es gibt keine langfristige Perspektive in der Familie, dass das Commitment eindeutig ist von unseren drei Kindern, in welcher Rolle auch immer, die ist damit ja noch überhaupt nicht definiert, sie auf jeden Fall sehen, dass es notwendig ist und auch es wollen, die Verantwortung zu übernehmen. Macht mir meine Nächte sehr viel ruhiger. Vieles, auf dem heute der Erfolg beruht, den wir haben, hat seinen Anfang in sehr unorthodoxen, sportlichen Ideen gehabt, die so woanders vielleicht noch nicht gedacht wurden, die aber auch irgendjemand sich trauen muss zu äußern. Da brauchen Sie eine gewisse Fehlertoleranz natürlich im Haus. Es darf mal was schief gehen. Muss sogar was schief gehen, weil wenn nie was schief geht, heißt es ja, ich habe nie was probiert. Bei dem, was wir alles sehen, was sich da draußen tut, wollen wir nicht gestaltet werden, sondern wir wollen einer von denen sein, die kraftvoll gestalten können. Weil das, glaube ich, unserem Wesen viel mehr entspricht. Es ist ein großes Glück, dass das, was uns hier allen Spaß macht, nämlich so unorthodox und auf dieser Vertrauensbasis zu arbeiten, auch am Ende noch erfolgreich ist. Weil ich glaube, dass die gute Idee mehr, die Leidensfähigkeit mehr, die Leidenschaft mehr,
dass das nachher den Unterschied im Wettbewerb ausmacht. Nicht sofort, aber wir haben einen langen Atem.